Nach dem großen Kampf zwischen Denji und Batman und dem Blutegelteufel geht es für unseren Boy weiter in die Backrooms, wo er auf den Ewigkeitsteufel trifft, der die Kettensäge tot sehen will. Folge 5, 6 und 7 sind erschienen und diese Folgen waren äußerst interessant. Und zwar nicht wegen der abnormalen Action, sondern haben uns diese Folgen die Charaktere ein ganzes Stück näher gebracht. Wir erfahren Akis Backstory, lernen He-Man und die anderen kennen und sehen, wie Denji einen neuen Traum hinterherjagt. Wie ich die Folgen aber fand und was ich aus ihnen entnehmen und deuten kann, das besprechen wir hier in meiner Review. Nachdem die vierte Folge mit dem gottlosesten Cliffhanger überhaupt endete, beginnt die Folge mit Denji, der nun endlich seinen Traum erfüllt bekommen wird. Und Studio Mappa, also die Animatoren, die waren so, also die hatten ja mal so richtig Bock, die Szene hier zu animieren. Denji darf somit die Boobs von Power anfassen und er hat damit sein Ziel, wofür er so hart und verbissen drum gekämpft hat, erreicht. Danach jedoch schaut er vor sich hin in die Leere und weiß nicht mehr, wie es für ihn weitergeht. Sein Traum ist erreicht, aber was jetzt? Soll es nun gewesen sein mit Boobs anfassen? Denji verfällt daraufhin in tiefe Depression. Er ist traurig, enttäuscht und fühlt sich, naja, er fühlt nichts Besonderes, obwohl sein Traum wahr geworden ist. Ihr könnt es euch vielleicht so vorstellen. Es ist so, wie als würde das One Piece nach über 20 Jahren und 1000 Folgen revealed werden, doch anstatt irgendwas Heftiges zu sein, ist es zum Schluss nur eine Truhe mit Gold. Das wäre doch absolut enttäuschend und ungefähr so könnt ihr es euch bei Denji Boy vorstellen. Und das Interessante dabei ist, dass Denji sogar meint, dass der Weg zum Ziel im Endeffekt besser war als das Ziel selbst. Und ich finde, dass man genau dieses Denken auf unser echtes Leben beziehen kann. Denn so ist es bei vielen Dingen im Leben. Oft sind es nicht unsere Ziele und Träume, die uns glücklich machen, sondern es ist der Weg selbst, der uns zum Glück führt. Und so ist es auch für Denji, denn all die verrückten Kämpfe haben ihm mehr Spaß gemacht als die Boobs von Power, so lächerlich das auch klingt. Es sind nämlich nicht die Ziele, die einen Traum überhaupt ausmachen, es sind die Gefühle. Und bei Power hat Denji nicht wirklich was gefühlt, außer vielleicht ein wenig Aufregung. Makima erkennt dann auch, dass Denji so gefühllos umherläuft, sie kann aber keinen Hund gebrauchen, der ziellos rumstreunt, also geht sie nah an Denji ran, greift seine Hand und zeigt ihm ein völlig neues Gefühl, nämlich die Liebe. Denji ist verliebt in Makima und besonders diese Szene macht es überaus deutlich. Denn sie ist die Person, die ihn aus der Scheiße herausgeholt hat und ihm ein völlig neues Leben ermöglicht hat. Zudem kann man es Denji nicht übel nehmen, dass er sich Makima verliebt. Ich meine, auch im Real Life gibt es einen Haufen Weeps, die für Makima und Makima Cosplayer ihre Seele ausbellen würden. Denji darf also auch Makimas Boost betatschen und Bro, es ist immer noch November. Wie soll man den mit solchen Szenen überstehen? Während er aber bei Power keine besondere Reaktion gezeigt hat, ist er bei Makima fassungslos und fällt vom Stuhl, weil er diesen Moment einfach nicht realisieren kann. Denn bei ihr fühlt er was anderes, nämlich Liebe. Makima bietet ihm also an, sich zu wünschen, was er möchte. Und ich glaube, wir wissen alle, was sich Denji nach solch einem Moment wünscht. Genau, sein neuer Traum ist es ab sofort, mit Makima ins Bett zu steigen und dafür soll er den Pistolenteufel töten. Dieser wird hier eingeführt und stellt eine große Gefahr und Bedrohung für die Menschheit dar. Vor Jahren hat er in nur 5 Minuten Millionen von Menschen getötet und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Es gibt keinerlei Informationen darüber, wer dieser Pistolenteufel ist und die Teufelsjägerbehörde sucht nach ihm. Makima will also, dass Denji sein Bestes bei der Suche gibt, weswegen sie ihm auch einen Wunsch freigibt. Zu finden ist dieser Teufel anhand von Fleischstücken, die er verliert und diese Teile werden von anderen Teufeln gefressen, wodurch sie stärker werden. So ein bisschen wie die Finger von Sukuna. Könnt ihr euch vorstellen. Je mehr Fleischstücke sie also vom Pistolenteufel finden, desto näher kommen sie an ihr Ziel ran. Und dies stellt auch für Denji eine neue Herausforderung als auch Motivation dar, da er jetzt ein höheres Ziel hat. Wir springen dann auch ein paar Jahre in die Zeit zurück und sehen ein Kind, welches mit seinem kleinen Bruder Schneeball spielt. Doch in der nächsten Sekunde verliert der kleine Junge sein ganzes Haus und seine ganze Familie. Und es stellt sich heraus, dass dieser Junge Aki ist, dessen Familie vom Pistolenteufel getötet wurde. Weswegen Akis Ziel es ist, Rache zu nehmen. Und damit wissen wir nun, in welche Richtung der Anime sich ungefähr bewegt. Nämlich in Richtung Pistolenteufel.
Wir lernen dann auch weitere Teufelsjäger kennen, darunter Frischlinge wie Kobeni und Arai, aber auch Himeno, die schon seit Jahren in der Teufelsjägerbehörde tätig ist. Und sie hat eine ganz besondere Beziehung zu Aki. Denn Himeno hat während ihrer Zeit in der Behörde schon viele Partner gehabt, die aber alle gestorben sind. Und daran erkennt man, wie gefährlich der Job als Teufelsjäger ist und dass man jederzeit sterben kann. Mit Aki hat sie aber jemanden Besonderen gefunden, nämlich einen Jungen, der seine Familie rächen will. Und Himeno ist es satt, ihre Partner sterben zu sehen, weswegen sie möchte, dass Aki um alle Fälle am Leben bleibt. Zwischen den beiden entsteht also eine mehr als freundschaftliche Beziehung und Aki fängt sogar wegen ihr mit dem Rauchen an. Nun aber haben unsere Leute alle gemeinsam einen Auftrag zu erfüllen, nämlich sollen sie einen Teufel auffinden, der ein Fleischstück des Pistolenteufels in sich hat. Dafür suchen sie in einem Hotel und verdammt, wenn man sich mal die Wände, die Räume, die Farben und die hässlichen Monster, die sich dort befinden, anschaut, dann spürt man eine unwohle Stimmung. Denn ich finde, das Hotel hier sieht sowas von aus wie die Backrooms for real. Ich meine, ich habe das Gefühl, als könnte aus jeder Ecke Shrek, Huggy Wuggy oder eine tanzende Kuh auftauchen. Die fucking Backrooms einfach. Und ich finde es sehr interessant, was aus diesem Hotel gemacht wurde, denn unsere Truppe wird da oben in Zeit und Raum gefangen genommen. Die Uhr bleibt stehen, jeder Raum führt in den Raum gegenüber und oben und unten ist dasselbe. Es ist fucking verwirrend und alle spielen verrückt. Aki sucht nach einem Ausgang, Arai versteckt sich, Power dreht durch, also wie immer, und Kobeni versucht alles und jeden Levi-mäßig abzustechen. Ich find's absolut funny, wie hier alle am Rad drehen, doch unsere Freunde werden dann gezwungen, bis in den letzten Raum zu rennen. Denn der Teufel, der sie dort drin gefangen hält, möchte Denji um jeden Preis schnappen. Er bietet den Teufelsjägern an, Denji zum Fraß vorzuwerfen und im Austausch dafür würde er sie freilassen. Und das meinte ich hier eher. Denn Himeno erklärt, dass bei einem Pakt zwischen Mensch und Teufel derjenige, der den Pakt bricht, stirbt. Aki lässt dies aber nicht zu und plötzlich kippt das gesamte Hotel zur Seite und unsere Jungs und Mädels müssen etwas tun, da sie sonst sterben. Während sie also in der Klemme stecken, entscheidet Aki sich dazu zu kämpfen. Doch er wird von Himeno aufgehalten. Denji wird dagegen von Arai gestoßen und Kobeni rennt auf Denji zu, um ihn umzubringen. Doch mit aller Kraft wirft Aki seinen Körper hinunter und zieht den Stich auf sich statt auf Denji. Und verdammt ist das Internet ausgerastet. Nicht nur war das ein Szene, sondern es ist krass, wie sehr die Leute Kobeni hassen. Auf Twitter ging der Krieg los und Kobeni teilt sich ab jetzt gemeinsam einen Platz mit Gabi. Ich denke, das verdient einen Applaus. Oder eher nicht? Doch nun ist Aki verletzt und jetzt ist die Frage, warum hat ein Junge, der Teufel über alles hasst, so jemanden wie Denji beschützt? Tja, ich denke, Sasuke würde dazu Folgendes sagen. Ich weiß es nicht genau. Mein Körper hat sich bewegt. Ich konnte nichts dagegen machen. Aki hat hier aber Denji beschützt, trotz dessen, dass er kein richtiger Mensch ist, trotz dessen, dass er absolut dumme Träume hegt und trotz dessen, dass er ihm in die Eier getreten hat. Im Endeffekt sieht Aki Denji als einen starken Jungen an, der bereit ist, gegen den Pistolenteufel zu kämpfen. Und von denen, die ernsthaft bereit sind, sich solch einem geheimnisvollen Monster zu stellen, von denen gibt es nicht viele. Er erkennt also Denjis Stärke an und ich denke, dass er ihn beschützt hat, liegt nicht nur daran, dass er ihn für den Kampf gegen den Pistolenteufel braucht, sondern weil sich zwischen den dreien so langsam aber sicher eine Freundschaft bildet. Und was ich hier besonders bemerkenswert finde, ist, dass es nicht die Teufel sind, die hier die Fassung verlieren, es sind die Menschen wie Himeno, Kobeni und Arai, die in dieser Notlage ausarten und sich gegenseitig verletzen, während sich die anderen drei gegenseitig beschützen und sogar Power, die sich sonst immer wie ein Kind benimmt, stillt Akis Wunden. Die Teufel bewahren hier die Ruhe und Denji entschließt sich, sich gegen den Ewigkeitsteufel zu stellen, um damit auch nicht mehr in Akis Schuld zu stehen. Er macht also einen auf Eren Yeager und springt in das Maul des Teufels, lässt sich fressen und verwandelt sich dabei in den Kettensägenmann. Und holy shit, was war das für ein absolut kranker Kampf? Bruder, die Animation rastet hier komplett aus und Denji dreht hier völlig durch. Es ist nicht mehr normal, was hier abgeht und ich finde es sowas von geil, dass für diesen Kampf das dritte Ending als Hintergrundmusik verwendet wurde. Himeno ist hier auch vollkommen überrascht und denkt an die Worte vom Teufelsjäger Kishibe. Dieser meinte nämlich, dass Teufel die Teufelsjäger fürchten, die verrückt sind. Und Denji ist anders crazy. Er beißt und frisst sich durch und das
für 3 Tage. Ein fucking heftiger Fight und Denji hat es geschafft, dem Ewigkeitsteufel den Garaus zu machen. Das Interessante ist aber, dass man durch den Ewigkeitsteufel entnehmen kann, dass es mehr über die Kettensäge zu wissen gibt, als es scheint. Also beschließen Aki und Himeno, gemeinsam mit der restlichen Einheit, eine kleine Party zu feiern. Und ey, das war eine kleine, aber lustige Szene. Himeno ist bis auf Äußerste besoffen, Power zieht jedem das Futter ab und Denji freut sich darauf, seinen ersten Kuss mit Himeno zu erleben, weil er den Ewigkeitsteufel besiegt hat. Bei der Feier betteln sich Aki und Himeno auch mit Makima, da sie wissen möchten, was es mit Denji auf sich hat und warum sie sich so sehr um ihn schert. Doch naja, Makima trinkt die beiden unter den Tisch und gewinnt die Wette. Aus dem Nichts aber schnappt sich Himeno vollkommen drunk unseren Boy Denji und schmatzt ihn ordentlich ab. Doch es stellt sich heraus, dass dies kein normaler Kuss ist, sondern ein ganz besonderer. Denn Himeno kotzt einfach mal so in Denjis Maul, was absolut ekelhaft ist. Was das Ganze aber verrückter macht, ist, dass Denji die Kotze herunterschluckt, obwohl er als Kind noch Ratten dafür ausgelacht hat, sich von Kotze zu ernähren, wobei er selbst Essen aus dem Müll rausfischt. Das zeigt einfach, wie abgefuckt das Leben dieses Jungen ist und sein erster Kuss besteht dabei aus Kotze. Denji wird also, nachdem er dermaßen verarscht wurde, von Himeno mit zu ihr nach Hause geschleppt und ey, als könnte es nicht noch gottloser werden, bekommt Denji dieses Mal einen mehr oder weniger vernünftigen Kuss und Himeno macht ihm hier ein unschlagbares Angebot. Aber wie Denji darauf reagiert und wie es für ihn weitergeht, das wird uns hier nicht gezeigt, sondern endet die Folge ab hier und wir sehen erst nächste Woche, wie es weitergeht. Und Mann, haben die Folgen Spaß gemacht. Und ich fand diesen kleinen Ewigkeitsteufel-Arc absolut spaßig und unterhaltsam. Ich finde, es war mal interessant, etwas anderes zu sehen und die Umsetzung hat mir mega gut gefallen. Schaut mal, die Panels im Manga. Wie Aki entdeckt, dass die Räume im Hotel zusammengebunden sind, die sind einfach nur genial und unmöglich in Anime-Form umzusetzen. Deswegen finde ich es ziemlich cool, wie der Anime damit umgegangen ist und gezeigt hat, wie unsere Leute eingesperrt sind. Und der Fight, ja, der war einfach crazy. Was ich an dem Kampf heftig finde, ist, dass man hier keinen Durchblick hat, weil eben so viel abgeht. Doch ich sage euch, so seltsam und komisch die Folgen hier auch waren, denn sind wir mal ehrlich, es ist einfach so viel abgegangen, von Boobs anfassen, von Backrooms bis hin zu einem Kotzekuss. Die nächsten Episoden werden bestimmt unnormal heftig. Denn vom Manga-Content her geht es schon bald in eine sehr interessante Richtung und ich freue mich mega drauf zu sehen, wie die nächsten Folgen werden. Also ja, Chainsaw Man macht mir bisher unglaublich viel Spaß. Die Folgen sind absolut krass. Und schreibt in die Kommentare mal, wie ihr den Anime zurzeit findet. Ich bin auch sehr gespannt, ob es irgendwelche Anime-Onlys unter euch gibt. Schreibt also gerne mal eure Meinung in die Kommentare zum Anime bis jetzt. Und ich sage euch, Anime-Onlys, falls ihr die Serie bisher noch nicht allzu krass findet von der Story oder so, chillt erstmal ein wenig, enjoyt die Serie, habt Spaß mit den Kämpfen. Denn ich bin mir sicher, dass auch die Story für euch ab einem gewissen Punkt sehr interessant werden könnte. Schaut also gerne den Anime weiter und lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!